und willkommen zu einer kurzen Präsentation der LG G-Watch R, der ersten Android Wear Smartwatch mit einem kreisrunden Display. Es ist ein P-OLED-Display und man sieht schon hier im Video ganz gut, dass die Farben sehr knallig, sehr hell sind. Auch die Helligkeit ist durchaus ausreichend, damit man bei Tageslicht einiges erkennen kann am Display. Es gibt eine ganze Menge an verschiedenen Zifferblättern, die gleich mitgeliefert werden. Ich habe mir die Mühe gemacht und durchgezählt. Sind, glaube ich, insgesamt 29 Zifferblätter, die LG auf diese Uhr packt. Zum Beispiel auch so Fitness-Zifferblätter, wo zum Beispiel die Schrittanzahl wie auf diesem hier angezeigt wird und so weiter. Schön ist auch die Möglichkeit, nur wichtige oder alle oder eben gar keine Benachrichtigungen anzeigen zu lassen. Ein Kinomodus, der das Display deaktiviert, auch dann, wenn es eben standardgemäß immer aktiviert ist. Auch das kann diese Uhr dank dem OLED-Display. Und es gibt auch einen Sonnenlichtmodus, der dann eben das Display auf die höchste Leuchtstärke schaltet, wenn man also weiß, man ist irgendwo unterwegs, wo es extrem hell ist und wo man ja, voraussichtlich die höchste Leuchtstärke braucht. Auch ein Schrittzähler ist eingebaut, der allerdings misst eher so, naja, also man sieht jetzt hier zum Beispiel, ich habe die Uhr eigentlich fast jeden Tag da getragen und irgendwie die Übersicht zeigt es nicht an. Ein Pulsmesser ist auch eingebaut, dauert immer eine Weile, dann wird der Puls angezeigt. Man kann sich dann auch Kurven anzeigen lassen, auch von den zurückgelegten Schritten. Es werden auch Läufe und Radfahrtouren, das allerdings nur mit dem Smartphone verbunden, angezeigt. Grundsätzlich auch eine feine Geschichte, was man allerdings am Handgelenk mit einem manuell ausgelösten Puls messen machen will, sei dahingestellt. Wenn es permanent während einem Lauf ist, macht es Sinn. Der Rest ist ziemlich Standard Android Wear. Hier zum Beispiel Wetteranzeige kann man natürlich vom Display wegwischen oder eben nach rechts wischen und dann die Tagesvorschau anzeigen. Und dieses Icon ganz rechts im Prinzip öffnet dann die Wetteranzeige am Smartphone. Wenn man dann am Display gedrückt hält, kommt man wieder in dieses Dashboard genannte Übersicht, in diese Übersicht, um die Zifferblätter wechseln zu können. Da gibt es wirklich für jeden Geschmack etwas. Eins heißt Hue zum Beispiel, ist dann ganz nüchtern eingeteilt. Eins ist dann ganz poppig, so wie dieses hier mit einer riesigen Akkuanzeige. Akku hält übrigens ziemlich gut bei dieser Uhr. 2 Tage sind bei abgeschaltetem Display gar kein Problem. Wenn man das Display permanent anhat, in meinem Fall waren es von 5 Uhr am Morgen bis etwa, sagen wir mal 23 Uhr am Abend, ca. 50% Restladung. Das ist ordentlich. Man ist also nicht darauf angewiesen, ständig irgendwie die Uhr ans Ladegerät zu hängen. Wer länger aushalten will mit der Uhr, der kann natürlich diese dauerhafte Anzeige der Uhrzeit abschalten. Finde ich jetzt unpraktisch bei einer Uhr. Man kann die Beleuchtungsstärke auch regeln. Schade, dass für eine Uhr in diesem Preissegment LG keinen Umgebungslichtsensor eingebaut hat. Das hätte ich mir dann doch gewünscht. Natürlich auch mit an Bord, das sehen wir jetzt dann gleich und hören wir auch dann gleich, die Sprachsteuerung von Android Wear. Man tippt im Prinzip das Display einmal kurz an oder den Knopf, dann taucht OK Google auf. Okay Google, wie ist das Wetter in Wien? Ja, und jetzt zeigt die Uhr eben den Wetterbericht an von der Stadt, die man da der Uhr jetzt gesagt hat. Gibt natürlich eine ganze Menge anderer Kommandos, die man sagen kann. Das Ganze wird in der Android Wear App auch ganz gut aufgelistet, was man sagen kann. Okay Google, Lauf starten. Kann zum Beispiel auch den Lauf starten, allerdings da ist noch ein bisschen buggy, also manchmal funktioniert das so, manchmal wird dann gar nichts angezeigt und gerade das Beenden vom Lauf funktioniert auch nicht immer hundertprozentig zuverlässig. Natürlich, wie könnte es anders sein? Hier im Demo-Video funktioniert es natürlich einwandfrei. Manchmal allerdings reagiert die Uhr auf die Stopp-Taste, um den Lauf stoppen zu können. Nicht immer, sind allerdings nur Kleinigkeiten, die natürlich mit dem nächsten Software-Update ausgemerzt werden. Okay Google. Herzfrequenz messen. Ja, und natürlich kann auch das Messen der Herzfrequenz auf Zuruf erfolgen. Grundsätzlich eine feine Sache. Wie gesagt, ich weiß noch nicht so genau, was es mir persönlich bringen soll. Sagt ja nichts aus, wenn ich jetzt am Schreibtisch sitze und ich habe 120 Puls. Okay, gut, ist jetzt so, aber was bringt es mir in der Praxis? Schön trotzdem, dass es eingebaut ist und vielleicht gibt es in Zukunft dann eine, keine Ahnung, im Abstand von 5 Minuten erfolgende Pulsmessung, die dann vielleicht sogar irgendwelche Erkenntnisse zutage fördert, wenn man die Uhr den ganzen Tag eben trägt, mal von der 1,5 Stunden Ladedauer, die sie in etwa hat, abgesehen.
Ihr seht auch hier, bei den Zifferblättern ist wirklich für jeden etwas dabei. Es gibt ganz abgespacede Zifferblätter, es gibt ganz klassische Zifferblätter, es gibt welche zum Wandern, welche für Fitness. Da ist wirklich immer was dabei. Zum Beispiel hier der Wetterbericht auf der rechten Seite bei diesem kleinen Zeiger wird über das eingebaute Barometer realisiert. Okay, Google. Wecker stellen. 8 Uhr. Wecker kann auch eingestellt werden, allerdings zum Beispiel dann, jetzt gäbe es hier den Punkt bearbeiten, den kann man nicht sprechen. Das versteht sie nicht, wenn man diesen bearbeiten Punkt spricht. Okay, Google. Terminübersicht. Terminübersicht ist auch ganz praktisch eben, um zum Beispiel die nächsten Termine, die kommen, sich anzeigen zu lassen, ohne das Smartphone aus der Tasche holen zu müssen. Grundsätzlich macht die LG G-Watch R einen ziemlich guten Eindruck. Ich habe ganz am Anfang mal irgendwo behauptet, sie fühlt sich an wie aus dem Kaugummiautomaten. Stimmt nicht, fühlt sich ganz hochwertig an, ist für eine Uhr bei meinem Geschmack nach etwas zu leicht und das Band könnte wesentlich von besserer Qualität sein, aber man will nicht unken. Ich hoffe, dass in der Zukunft LG da noch mehr Wert auf die Qualität vom Band legt. Man kann allerdings Standardbänder da durchaus montieren. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken und weiterempfehlen und den ganzen Testbericht gibt es natürlich auf der Seite www.macmaniacs.at zur Review von der LG G-Watch R. In diesem Sinne, viel Spaß und bis bald. Ciao, ciao.